Das war nicht ganz exakt, was ich da gesagt habe, denn in der Tat ist es so, dass mehrdimensionale Arrays intern realisiert werden als Array von Array. Das tatsächliche Speicherabbild ist hier mal angedeutet. Wenn ich hier anlege eine Array-Variable Matrix und der zuweise dieses Array, beziehungsweise dieses zweidimensionale Array, diese Matrix, wird eigentlich Folgendes gemacht. Hierdurch wird zunächst ein Array erzeugt der Größe 2, das heißt zwei Elemente, und es wird sich gemerkt, dass dieses Array aufnehmen kann, jeweils wiederum Adressen von anderen Arrays, die die Länge 3 haben. Das heißt, Matrix zeigt letztendlich hier auf ein Array der Länge 2, was wiederum jeweils zeigt auf Arrays der Länge 3. Und im Allgemeinen durchlaufe ich jetzt die Wertbereiche, wenn ich wieder dieses Längsattribut mir anschaue, von z gleich 0 bis Matrix von Längs, Matrix.Längs, Matrix ist ja aber, zeigt immer auf dieses Array hier, Matrix.Längs ist 2, und in der inneren Schleife durchlaufe ich dann den Wertebereich von 0 bis Matrix von z. Matrix von z liefert mir jetzt ja wieder eine Referenz auf ein Array. Das ist Matrix von z, ist also eine mehrfache Indizierung. Und das ist in dem Fall 3 und in dem Fall 3. Aber wir werden noch sehen, dass das nicht immer der Fall sein muss, sondern dass die Längen dieser Arrays auch unterschiedlich sein können. Die Zuweisung ist genauso wie gerade. Was ich jetzt aber machen kann, im Prinzip ist Folgendes. Ich könnte hier eine Array-Variable Vektor anlegen und mit Matrix von 0 initialisieren. Ich muss jetzt also nicht immer nur auf die einzelnen Elemente letztendlich, die sich hinter der Matrix verbergen, zugreifen, sondern kann auch auf einzelne Arrays, denn mehrdimensionale Arrays sind Arrays von Arrays, zugreifen. Ja, was passiert dann? Matrix von 0 zeigt hierhin, also durch diese Zuweisung zeigt auch Vektor, der Wert, der im Vektor ist, auf dieses Array. Und wenn ich jetzt schreibe, Vektor von 1 gleich 3,4, dann passiert Folgendes. Vektor von 1 gleich 3,4, dann wird hier der Wert 3,4 reingeschrieben, so dass ich damit letztendlich auch geändert habe, den Wert von Matrix von 0, 1.